Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Ausgerechnet im Karlsruher Wildpark sollte die Talfahrt der Sportfreunde aus Lotte ein Ende haben. Nach 4 Niederlagen in Folge sollte er hier, Nils Trube, als neuer Chefcoach seine Mannschaft zurückführen in die Erfolgsspur. Und es ging los. Gut los für seine Mannschaft bereits in der 6. Spielminute. Ein Abstoß vom eigenen Kasten ins Mittelfeld boxiert. Und offenbar hat der KSC da alles im Griff oder auch nicht. Blitzschnell geht das jetzt. Der Ball geht durchs Mittelfeld, raus auf Alexander Langlitz, dessen scharfe Hereingabe will David Piso klären. Und er kann nicht mehr retten, was nicht zu retten ist. Er boxiert das Leder ins eigene Tor, er muss herangehen. Und er trifft ihn so unglücklich, dass sein Keeper, das Uphoff, keine Chance mehr hat, den Ball abzuwehren. Das frühe 1:0 für die Gäste oder anders ausgedrückt, die frühe kalte Dusche für den KSC. Und das zeigte Wirkung nur 7 Minuten später. Eigentlich haben sie auch hier wieder alles im Griff, die Karlsruher. Dann der Ballverlust von Justin Möbius und das klasse Umschaltspiel der Gäste. Klasse gemacht von Lindner, rausgelegt auf Maximilian Oesterhellweg. Tja, und der lässt sich diese Chance nicht entgehen. Macht das 2:0 nach nur 13 Minuten. Und zur Erinnerung, bis dahin hatten die Sportfreunde in der gesamten Saison nur ein einziges Tor zu Buche gebracht. Und deshalb auch der Dank an ihn, an den Fußballgott. Aber die hatten noch nicht genug. 29. Minute. Eigentlich eine schwach reingetretene Ecke. Und dann ist Matthias Rahn da. Der will den Ball eigentlich nur mal scharf machen. Und dann fällt er hinten ins Tor hinein. Letztlich unhaltbar für Uphoff, unglücklich für den KSC, aber symptomatisch für diese anfangshalbe Stunde, in der der Karlsruher Sportclub überhaupt nicht auf dem Rasen war. Und das Pfeifkonzert kann man dann auch hören. Aber der Jubel natürlich bei den Gästen riesengroß, sollte es mit dem Einstand nach Maß für Nils Trube denn wirklich schon klappen. 40. Minute, jetzt mal eine Ecke für den KSC. Wanizek von der rechten Seite, auch nicht gut getreten, schon geklärt. Aber dann Justin Möbius setzt nach und zieht sofort ab. Und der passt genau links oben im Knick. Justin Möbius am 0:2 beteiligt. Hier macht er seinen Mini-Fehler wieder gut und nagelt den Ball links oben in den Knick. Der Hoffnungsschimmer für den KSC 5 Minuten vor der Pause. Vielleicht ja auch ein Signal. Hurra, wir leben noch. Im zweiten Durchgang kann noch was gehen. Die Fans und Arehe Alois Schwarz haben drauf gehofft. Und sie wurden nicht enttäuscht. Jetzt quasi ein Scheibenschießen im Telegram-Stil. 57. Minute, Rosbach mit der Hereingabe. Und dann ist da Möbius. Den muss er machen. Den macht er aber nicht. Nur 60 Sekunden später die nächste Chance für den KSC. Sané aus 7 Metern. Riesenmann vor ihm, aber Kroll hält. Unglaublich. Wieder nur 6 Minuten später. Wieder Rosbach, wieder Sané, wieder kein Tor. 66. Spielminute, Freistoß für den Karlsruher SC. Wanizek bringt den Ball nach innen und dann ein Pfiff. Was war passiert? Foulelfmeter, sofort signalisiert und hier können wir es aufklären. Matthias Rahn, griechisch-römisch gegen Gordon. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Und Rahn geht zu seinem Keeper, geht zu Kroll und sagt, Junge, mach du meinen Fehler wieder weg. Wanizek gegen Kroll und Kroll hält und dann nochmal Sané mit dem Nachschuss. Über die Querlatte. Chancenwucher beim Karlsruher SC. Unfassbar, was die hier liegen ließen. Können wir hier nochmal schön sehen. Schwach geschossen, dieser Elfmeter von Wanizek und Sané aus 5 Metern. Den darf man dann auch schon mal machen. Wanizek. Kroll, der runtertaucht, aber der war wirklich schwach geschossen. Und Sané aus 5 Metern über die Querlatte. Einen hatten sie dann noch kurz vor Schluss. 88. Minute, der Ball geht wieder raus auf Rosbach. Wieder die Hereingabe, wieder Sané und wieder Kroll. Unfassbar, wo der den Fuß herbringt, wie er da reagiert, wie er den Sieg festhält, wie er Nils Trube und seinen Jungs den Einstand nach Maß verschafft. Der Sieg für die Sportfreunde aus Lotte und die Stimmen zum Spiel. Jeder Schuss war dann auch gleich ein Treffer. Ja. Du wirst dann auch richtig bestraft und da sind wir auch selber schuld, weil wir zu passiv waren. Dann fangen wir an, Fußball zu spielen, dann fangen wir an, aggressiver zu sein, dann holen wir uns Torschancen raus, dann ist aber zu spät. Wir sind hier Tabellenletzter, spielen beim KSC mit Sicherheit ein Verein mit überragender Vergangenheit und auch hohen Ansprüchen und einem tollen Kader. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass man dann auch in die Defensive hineingedrückt war oder wurde auch und dass man auch mal die eine oder andere brenzlige Situation überstehen muss.
Tja, man hat es ihm nicht ganz angesehen, aber er und sein Team haben ihren ersten Saisonsieg gefeiert und dürfen jetzt auch feiern. 2 Wochen lang.